Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Beim Rumstöbern in euren Kommentaren habe ich mal wieder ein paar Vorschläge gefunden, die ich sehr, sehr spannend fand und zu denen es tatsächlich auch noch kein Faktenvideo gab. Die Rede ist hierbei vom Todesschleier und insgesamt habe ich 12 Fakten für euch herausgefunden. Von daher ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Fakt Nummer 1. Bei dem sogenannten Todesschleier handelt es sich um eine mysteriöse Struktur innerhalb der Mysteriumsabteilung, welche grob formuliert die Welt der Toten von der Welt der Lebenden trennt. Fakt Nummer 2. Anders als es der Torbogen jedoch suggerieren könnte, dient er keineswegs als Tor zwischen den zwei Welten, sondern kann mehr als Einbahnstraße gesehen werden. Man kommt zwar hinein, aber niemals wieder heraus. Fakt Nummer 3. Wie eben schon gesagt, befindet sich der Todesschleier innerhalb der Mysteriumsabteilung, genauer gesagt in der sogenannten Todeskammer. Diese Kammer ist sehr groß und hallend und ein schwaches Licht beleuchtet den rechteckigen Raum und gibt den Blick frei auf ein in der Mitte erhöhtes steinernes Podium in einer versunkenen großen Steingrube von etwa 6 Metern Tiefe. Die ganze Kammer gleicht mit ihren absteigenden Stufen einem Amphitheater. Fakt Nummer 4. Der Todesschleier inklusive Torbogen wurde von den sogenannten Unsäglichen innerhalb der Mysteriumsabteilung studiert. Sie erhofften sich dadurch weitreichende neue Erkenntnisse zum Thema Tod. Fakt Nummer 5. Kommunikation zwischen Lebenden und Toten durch den Schleier hindurch ist zwar nicht möglich, jedoch vernehmen die Lebenden ein leises, flüsterndes Geräusch, wenn sie sich dem Schleier nähern. Hintergrund dessen ist, dass die Seelen der Toten die Gegenwart geliebter Menschen vor Ort spüren und zumindest versuchen, Kontakt aufzubauen. Gelingen tut dies aber nicht. Weiter geht es mit Fakt Nummer 6. Der Todesschleier übte auf seine Betrachter nach kurzer Zeit einen hypnotischen, magischen Effekt aus, der sie dazu brachte, durch den Schleier hindurchzuschreiten. Fakt Nummer 7. Doch sollte man dies im besten Fall lieber nicht machen, denn das Durchschreiten des Schleiers hat den sofortigen Tod zur Folge. Geht eine Person hindurch, flattert der Todesschleier wie bei starkem Wind und für Außenstehende war es unmöglich, den Durchreisenden herauszuziehen, ohne selbst dabei zu sterben. Fakt Nummer 8. Kanonisch ist und bleibt es zweifelhaft, ob Bellatrix Lestrange den Todesfluch Avada Kedavra gegen Sirius Black einsetzte, kurz bevor dieser durch den Schleier fiel und starb. Denn während Bellatrix im Film die Zauberformel Avada Kedavra deutlich ausspricht, wird der Zauber im Buch nicht näher identifiziert. Der einzige Hinweis bestand darin, dass der Zauber strahlrot gewesen ist. Das würde aber den Todesfluch, der grün dargestellt wird, ausschließen und eher auf den Schockzauber Stupor oder Crucio schließen lassen. Fakt Nummer 9. Nachdem das Buch zu Teil 7 von Harry Potter veröffentlicht wurde, fragte ein Fan J.K. Rowling, ob Harry und Dumbledore innerhalb des Todesschleiers miteinander kommuniziert hätten. Dies verneinte Rowling und stellte klar, dass das sogenannte Limbo der Ort war, an dem sich beide trafen. Was genau der Limbo, nicht zu verwechseln mit Lambo, ist, dazu mehr nächste Woche in den Faktenvideos. Fakt Nummer 10. Laut der Aussage von J.K. Rowling befindet sich der Torbogen mitsamt des Todesschleiers genauso lange vor Ort wie das Zaubereiministerium selbst. Fakt Nummer 11. In den Harry Potter Büchern wird der Todesschleier eher als eine Art Vorhang beschrieben, der wie ein schwarzer Fetzen vom Torbogen hinunterfiel. In den Filmen gleicht der Schleier eher einem transparenten Nebel. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 12. J.K. Rowling hat außerdem gesagt, dass die Reaktionen auf den Todesschleier von Person zu Person unterschiedlich sind, je nachdem wie viel Glauben oder Zweifel sie an das hatten, was dahinter lag. Ja, das waren meine 12 Fakten über den Todesschleier der Mysteriumsabteilung. Wie immer in der Hoffnung, dass ihr den ein oder anderen Fakt davon noch nicht kanntet, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo auf meinem Logo an der Seite freuen. Wenn ihr weitere Faktenvideos abchecken wollt, dann macht das gerne über die Playlist unten an der Seite. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wundervollen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!